hinter mir befindet sich das Bundesgesundheitsministerium, unter anderem der Sitz der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortner. Die Frau hat neulich für ein Videomagazin namens Jung und Naiv ein Interview gegeben. Jung ist sie ja nicht mehr, aber naiv mindestens für zwei. Max, komm doch einfach gleich hoch. So, ich weiß, einige von euch machen sich Sorgen, weil wir schon wieder ein bisschen spät sind und so. Keine Angst, die Abschlusskundgebung geht erst los, wenn wir da sind. Und keine Angst, wir schicken keine nach Hause, ohne dass ihr anständig gefeiert habt. So, und jetzt ohne viel Vorrede, ein Aktivposten der deutschen und Berliner Hanfszene, aktiv im Deutschen Hanfverband, heute aber hier für den Akzept e.V., einer Initiative von Eltern für Legalisierung. Max Plenert, viel Spaß! Hallo! Stimmt, hallo! Schon gesagt, wir sitzen hier vor dem Sitz der Bundesdrogenbeauftragten. Also zumindest hat er ein Schild auf dem Schreibtisch, da steht das. Aber wenn man sich die Aktivitäten anschaut, hält sich das doch sehr in Grenzen. Sie hat auch schon selbst gesagt, also eigentlich ist ja der Post nicht so wichtig, sie macht weiterhin gern viel Agrarpolitik. Und der Hauptgrund, warum sie diesen Post bekommen hat, ist, weil sie nicht Landwirtschaftsministerin geworden ist und ihren Post bekommen musste. Also so werden Drogenbeauftragte in Deutschland ausgewählt. Meine gute Frau, nicht wirklich viel macht und auch ihr Jahresbericht doch eher sehr weichgespült ist, haben sich zahlreiche Organisationen aus der gesamten Bereich Drogenpolitik und Drogenhilfe zusammengetan und einen eigenen Bericht geschrieben. Das hier ist der erste alternative Drogen- und Suchtbericht der Bundesrepublik. Auf 200 Seiten wird hier dokumentiert, wie diese Bundesregierung, die Frau Merkel, die für die gesamte Sache die Verantwortung trägt, einfach untätig ist und nichts macht. Wir haben den Bericht auch geschrieben, weil im offiziellen Bericht, da fehlt immer so ein Kapitel. Und zwar ja, wir haben ja eine Vier-Säulen-Drogenpolitik in Deutschland. Und die Prävention wird erwähnt, die Therapie wird erwähnt, Überlebenshilfe. Denn nur die Repression taucht nicht auf, seltsamerweise. Das fehlt in diesem Bericht vollständig. Aber wenn man sich anschaut, 70% der Ausgaben im Bereich illegale Drogen fließen in die Repression und nicht in Hilfe und nicht in Beratung, sondern in Polizei, in Gefängnisse, in Staatsanwaltschaften. Und trotzdem fehlt es in Ihrem Bericht. Die Medien reagieren da leider auch nicht ausreichend. Wir haben jetzt wieder eine Steigerung der Repression. Um 7% ist die sogenannte Rauschgiftkriminalität gestiegen. Ja, was ist es das? Da sind 11.000 zusätzliche Fälle von Cannabiskonsumenten kriminalisiert. Das ist Rauschgiftkriminalität, wenn die Polizei hat Freunde jagt. Das ist Rauschgiftkriminalität. Und es wird komplett totgeschwiegen. Es wird totgeschwiegen, dass auch der Anteil der Konsumentenverfolgung bei der ganzen Repression steigt. Jedes Jahr steigt es. Es ist von 1987 bis heute von 62 auf 75% gestiegen. Also 3/4 aller Straftaten im Bereich Rauschgiftkriminalität sind Konsumentendelikte und nicht irgendwelche Tiere, die gejagt werden. Frau Mortner kommt ja aus Bayern. In Bayern, das sieht man, kann man in ihrem Bericht nachlesen, steigt die Zahl der Drogentoten. Gerade in Nürnberg, wo sie herkommt, steigt das seit Jahren. Auf der nächsten Seite erzählt sie, dass Drogenkonsumräume toll sind, nur halt nicht in Bayern. Da sterben weiterhin die Menschen und die Drogenpolitik, die die bayerische CSU macht, bringt hauptsächlich Elend, Tod und Verderben zu den Menschen. Das betrifft auch, beispielsweise machen die Methadon, also Ersatzstoffe, gibt den bayerischen Knast nicht. Daraus ist das eine Kassenleistung und das hilft den Menschen. Im bayerischen Westen gibt das nicht und man darf sich durchklagen bis zum Ausländischen Gerichtshof. Erst die das machen, werden kriminalisiert. Es gibt keine Konsumräume, die Menschen krepieren und es ist ihr scheißegal. In der deutschen Verfassung steht eigentlich auch, die Todesstrafe ist abgeschafft. Naja, manchmal geht das halt nicht. Zum Beispiel, wie der letzte Fall auch in Bayern, von einem
Flüchtlingen, also nach Haftbefehl gesucht, Cannabishändler, der von der Polizei erschossen wurde. Er war unbewaffnet. Das war ein Innenhof, wo Kinder gespielt haben. Und er wollte flüchten. Und sie haben auf die Beine gezielt und den Kopf getroffen. Verdammt nochmal, das ist eher Mord als Rauschgiftbekämpfung. Das muss man ganz klar sagen. Joint-Stummel in einen eiskalten See schmeißt, hecht die Polizisten hinten hinterher, das Beweismittel gegen die Giftler zu retten. Wer hat denn hier eine Drogenpsychose? Verdammt nochmal. Man könnte hier einfach weitermachen mit Dingen wie Folter. Auch Deutschland hat gefoltert im Bereich Brechmitteleinsatz, von den Ventilern, das gegeben wurde, auch mit Todesfolge. Europäischer Menschengerichtshof hat gesagt, Deutschland hat hier gefoltert. Und auch wenn man sich die Debatte hier im Görlitzer Park anschaut, die teilweise von Rassismus trieft, muss man sagen, die Menschen, die das verkaufen, kaufen das Zeug von Deutschen, verkaufen es an Deutsche, die machen halt nur die Drecksarbeit als Flüchtlinge und bekommen dafür die meiste Schelte auch noch ab. Was ich jetzt frage, Frau Mortner, sind Sie wirklich noch eine alte, kalte Drogenkriegerin, an der alle Fakten vorbeigefangen sind? Sorgen Sie doch in Ihrem Neandertal und glauben, dass Sie die Zivilisation verteidigen, wenn sie Kiefer jagen? Das wäre die eine Möglichkeit. Oder ist ihnen das einfach alles scheißegal und sie machen diesen Job einfach nur, damit sie den Posten haben und sie kümmern sich nicht weiter um Drogenpolitik? Das wäre doch viel grausamer, denn es gäbe echt viel zu tun. Und wenn man sich in der Landschaft gewinnt, Kiefer werden gegen Crystal Mess, diese böse Kinderdroge. Wenn man sich anschaut, was für Menschen das teilweise sind, was alleinerziehende Mütter, die sonst nicht mehr klarkommen und einfach das als Notwehr lösen. Was hat sie als Rezept? Sondereinsatzkommando, Sonderermittlungskommission, statt mal zu schauen, wie wäre es mit Kita-Platzausbau in Bayern. Aber darüber wollen wir nicht reden. Das Thema Cannabis-Medizin, auch noch eins. Vor ein paar Jahren hieß es, Schwarz-Gelb hat ihr Taschen auf Rezept legalisiert. Ein Scheißdreck haben sie. Wir haben jetzt ein einziges Medikament auf dem Markt. Und ansonsten haben wir hunderte Menschen in Deutschland, die zwar eine Genehmigung haben, Cannabis zu kaufen, die sich aber nicht leisten können und auch nicht anbauen dürfen. Und wir haben hunderttausende Menschen in Deutschland, die alle von Cannabis als Medizin profitieren könnten. Sie könnten einen gesundheitlichen Vorteil haben, wenn das einfach verdammt nochmal verfügbar wäre, Cannabis als Medizin. Auch hier herrscht Schweigen im offiziellen Drogenbericht. Jeder, der mal eine kritische Bestandsaufnahme haben möchte, lese sich das durch und ihr werdet merken, dass in allen Themenbereichen diese Regierung pennt. Ich habe hier auch ein Plakat mal wieder mitgebracht. Eltern fordern die Legalisierung. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir aus unserer Szene rauskommen, dass wir viel mehr Menschen ansprechen und erst wenn ganz viele Menschen verstanden haben, wie viel alle davon profitieren könnten, wenn Cannabis legal wäre. Es darf jetzt sich was bewegen. Wir müssen CDU wieder ansprechen. Wir können sagen, wir haben da ein Rezept gegen Schwarzmarkt, gegen organisierte Kriminalität. Wir könnten mehr Polizei einsetzen gegen echte Kriminelle. Wir könnten dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem entlastet wird, indem wir Prävention machen, statt Medizin Therapie zu zahlen. Dass wir die Menschen nicht mehr vormunden, sondern dass der Arzt und der Patient entscheiden, welche Medizin sie bekommen. Dass Polizisten einfach was Sinnvolles machen in ihrer Zeit. Verdammt nochmal, das ist doch was, was CDU wieder interessieren müsste. Apothekenumschau. Da gibt es was zum Beispiel in den USA. Das hilft alten Menschen mit vielen ihren Gebrechen. Wir konnten auf ZDF sehen, wie in israelischen Altersheimen die Leute nicht mehr die Pillen bekommen, sondern ihr Cannabis bekommen und es ihnen einfach besser geht. Und Zitat, Cannabis lässt mich den Holocaust vergessen. Was gibt es denn für einen besseren Beweis dafür, welches Segen dieses Medikament für Menschen haben kann? Und den Menschen helfen, an Cannabis als Medizin ranzukommen. Was ich sage, geht auch für die meisten anderen Drogen, das muss man auch nochmal sagen. Die Kriminalisierung von Konsumenten oder von Abhängigen ist immer falsch. Prohibition macht immer Substanzen schädlicher und gefährlicher, denn Schwarzmarkt oder irgendwelche legalen Ausfallprodukte
produzieren Kollateralschäden noch und nöcher. Und das ist keine, das sind keine Drogenratschuld, sondern das ist eine Folge, eine gewollte Folge unserer derzeitigen Politik. Und das müssen wir anprangern. Wir haben auch Dinge wie, auch wieder medizinischer Bereich. Zauberpilze, MDMA, LSD, das sind alles Substanzen, die auch medizinisch toll eingesetzt werden könnten in der Psychotherapie. Das könnte vielen Menschen helfen. Verboten dürfen wir nicht, machen wir nicht. Nein, haben wir ja schon immer so gemacht. Dass es anders geht, sehen wir. Wir sehen es seit dem 1.1. darf in Colorado legal verkauft werden. In Washington State wird legal verkauft. Uruguay ist auf dem Weg dahin. Und das ist kein akademisches Gedankenspiel mehr. Das ist nicht was für die Kifferrunde, sondern das ist reale Politik, die gemacht wird. Und wir schauen nach Colorado. Und was ist passiert? Die Welt ist davon echt nicht untergegangen.